wer hier wohl wohnt. Sieht interessant aus. Na, aber nicht für jetzt. Das sind sie ja. Ich habe gute Nachrichten. Wir müssen uns nicht mit Renrocks Anhängern auseinandersetzen. Die schlechte Nachricht ist, dass sie anscheinend die Hüter nicht mehr für Informationen aufspüren müssen. Revelio! Ihr könnt... Incendio! Confringo! Ist das ein... In der Tat! Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Weißt du das? Erkennen Sie den Kopf, der dort zu sehen ist? Sieht wie ein Grabhorn aus. Und die Abdrücke im Boden lassen mich vermuten, dass ein Grabhorn irgendwie den weiteren Weg freigeben wird. Das meinte Professor Rackham also, als er sagte, ich müsse mich mit Bestien verstehen können. Ganz offenbar. Ich weiß, dass das letzte einer langen Dynastie von Grabhörnern in der Nähe lebt. Man nennt es den Lord der Küste. Sie werden ihn hierher bringen müssen. Was dann passiert, kann ich nicht sagen. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Hervorragend. Ich kenne diese Gegend gut genug. Wenn Sie die Überreste eines großen Meerestieres sehen, sind Sie richtig. Professor Rackham stellte klar, dass Sie mit jedem Tierwesen, das Teil des Prozesses ist, allein zurechtkommen müssen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Ich werde in der Kartenkammer auf Sie warten. Toll. Na, mal gucken, ob wir so ein Vieh direkt gefangen kriegen, wa? Beziehungsweise, doch, nee, klar, ich denke, wir müssen ihn erst fangen. Und dann können wir den da beschwören. Ich glaube, du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Und meinen Krempel würde ich eigentlich auch gerne mal verkaufen. Ja, hier muss es sein. Zehn Millionen Warnschilder. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Bombarda! Revelio, Bombarda! Confringo! Revelio! Boah, ist das eine so vom Schuss? Okay. Confringo! Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Also gut, Lord der Küste.
Zeige dich. Ja, großer Lord der Küste. Ach, ich kann gegen den keinen Flüche einsetzen. Lol, wie der wieder rückwärts angreifen kann. Lässt sich aber auch von nichts einschüchtern hier, ne? Dass ich schon so viel Rüstung hab. Machen wir wie fantastische Tierwesen. Ich brauche deine Hilfe. Können wir denn jetzt reiten? Ja, nice.
Okay, das ist crazy. Sebastian habe ihm versprochen, dass ich da sein will, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen. Zwar allein. Sie sagt, er klingt nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Wiederkehr hat meine Botschaft klar ausgewirkt. Geht gerade schlecht. Ich bin am Reiten. Okay, das ist nochmal so ein net to have, so für zwischendurch. Ist schon geil. Die Strecke sieht ziemlich leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Wir überqueren diese Brücke, ob ihr wollt oder nicht. Ich glaube, den beschwört man jetzt am besten immer und dann erstmal damit in irgendwelche Camps reinstürmen. Halt, dass ihr verschwindet! Okay, langsam. Na also. Wenn das Professor Fick sehen würde. Millionen Screenshots. Festplatte voll. Sieht echt schön aus. Revelio. Professor Rackham hatte recht damit, Ihnen zu vertrauen. Meine Erinnerungen sollten sämtliche Fragen über die Kräfte beantworten, die Sie zum Schutz benötigen. Danke, Professor Bakar. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Na, dafür muss ich erstmal hier durch, ne? Achso, sind wir schon durch? Achso, okay, cool. Hallo? Isidora? Isidora?
ist der Morgen endlich. Sam, gut, dass Sie da sind. Isidora war nicht zu Hause. Ich weiß. Doch Ihr Vater. Oh, Percival. Was hat er? Mir scheint es, ihm wurde nicht nur der Schmerz genommen, sondern alle Gefühle. Alles ist noch schlimmer, als wir befürchtet hatten. Neve hatte recht. Isidora hat weitergemacht. Ich habe gerade erfahren, dass sie die Magie bei Schülern benutzt hat. Wir brauchen die anderen. Zurück zum Gemeinschaftsraum. Verstanden? Was haben Sie getan? Tief einatmen. Schüler, Isidora? Jeder fühlt Schmerz. Und warum? Wegen ihrer Arroganz. Ihrer Geheimniskrämerei. Niemand wird leiden. Nie mehr. Weder mein Vater, noch meine Schüler. Niemand. Isidora, runter mit dem Zauberstab. Professor, Sie lehrten mich, Macht zu nutzen, nicht sie zu verstecken. Das lehrte ich Sie nicht. Expelliarmus! Sie lebt. Okay. Die Höhlen unter Hogwarts, wo sie gegen Isidora gekämpft haben. Befindet sich dort das letzte Behältnis? Ganz recht. Wir konnten die Gefühlsstränge, die Isidora gestohlen hatte, nicht einfach zerstören. Also taten wir alles, um sie sicher zu verwahren. Wir erkannten auch, dass die Magie, die sie erschaffen hatte, ebenfalls eine Gefahr für die Welt der Zauberei war. Also wurden wir Hüter. Hüter eines unermesslichen Geheimnisses. Wir wussten, dass eines Tages jemand mit der Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen,
ihrer Macht anheimfallen könnte. Wir schufen die Prüfungen, um diese Person zu uns zu führen, damit sie sich des von uns verborgenen Wissens und der damit einhergehenden Verantwortung als würdig erweisen kann. Habe ich mich etwa nicht bewährt, Professor? Ich muss das Behältnis noch vor Ranrock erreichen. Das haben und das werden sie. Doch das Behältnis wird von mächtiger alter Magie geschützt. Um es zu betreten, müssen sie aus den 4 Artefakten über unseren Denkarien einen speziellen Zauberstab fertigen. Das Behältnis ist also erstmal sicher vor Ranrock. Wenn er, wie Sie vermuten, in der Lage ist, die Macht des anderen Behältnisses zu nutzen, könnte er unsere Verteidigung durchbrechen. Dann muss ich diesen Zauberstab sofort herstellen. Vielleicht hilft mir Mr. Ollivander. Noch ein Ollivander? Das überrascht mich nicht. Wie er Ihnen sicher sagen wird, dient dieser Zauberstab nur einem einzigen Zweck. Kehren Sie mit dem Stab zurück und wir machen den Weg frei. Okay. Ich schicke Ollivander eine Eule. Während Sie ihn besuchen, spreche ich mit Professor Weasley. Professor Weasley? Ja. Es war möglicherweise eine Fehleinschätzung, ihr nicht früher von Ranrocks Absichten zu erzählen. Ich hoffe, es ist nicht zu spät. Wenn Ranrock wirklich unter Hogwarts bohren will, brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Ja, Professor. Bis dann. Na, kann ja noch richtig ungemütlich werden hier. So, trotzdem gehe ich jetzt erstmal gerade direkt erstmal hier rein. Wow, alles schlechter, okay. Hätten wir das schon mal und dann würde ich sagen, machen wir doch direkt nochmal statt die Hauptquest. Die hier. Ich glaube, dann bekommen wir jetzt nämlich auch Avada Kedavra. Wäre sehr schön. Obwohl, ich habe jetzt keine Belohnung gesehen da, ne? Recht dunkel aus. Aber das hat mich noch nie aufgehalten. Sebastian ist zu weit gegangen. Du hast die Katakomben gesehen. Ich kann hier nicht bleiben. Warte, Anne, bitte. Ominous. Er war bereit, das ganze Dorf und sich selbst in Gefahr zu bringen, nur weil irgendein altes Relikt mich heilen könnte. Es tut mir leid, Ominous. Pass gut auf ihn auf, ja? Gut, dass du da bist. Ich habe deine Eule erhalten. Wo ist Sebastian? In der Katakombe. Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du nicht bei ihm warst. Ominous, ich... Nicht. Du hast geschworen, es Sebastian nicht mehr weitertreiben zu lassen. Und schau, wo wir jetzt sind. Es ist meine Schuld. Ich habe mich geirrt. Ich dachte, er hört auf. Ich hätte ihn früher aufhalten sollen. Jetzt steckt Sebastian echt in der Klemme. Ich gehe zurück in die Katakombe, um ihn zu suchen. Anne hat recht. Er und das gesamte Dorf sind in Gefahr. Da drin wimmelt es nur so von Inferi. Inferi? Was redest du da? Du wirst gleich sehen. Schnell! So, ich soll jetzt mitkommen? Natürlich. Sebastian kann nicht ganz bei Sinnen sein. Als wir letztes Mal hier waren, wimmelte es von Spinnen. Jetzt steht uns Schlimmeres bevor. Lass uns Sebastian finden. Wo war Sebastian, als Anne und du ihn gefunden habt? Rebellion. Imperium. Accio. Incendio. Und Spinnen.
Castro! Lazio! Defendus! Accio! Incendio! Revelio! Es hat sich sonst nichts wirklich verändert, ne? Wenn ihr nicht so viele in Feri. Und keine Spur von Sebastian. Oh. Imperium! Cruzio! Accio! Wir sind im Zentrum! Konflikt! Oh Mann! Imperium! Confringo! Cozio! Accio! Incendio! Lazio! Incendio! Confringo! Incendio! Lazio! Ich war so besorgt wegen Sebastian. Mir war gar nicht klar, dass Anne Solomon holen will. Als sie die Inferi sah, dachte sie zuerst, Sebastian würde angegriffen. Aber dann zeigte er ihr das Relikt und sagte, er wisse, wie man es verwendet. Die Symbole auf dem Relikt waren Inferi. Und Sebastian hat sie erschaffen? Nicht ganz. Er kontrolliert sie. Das ist mächtige schwarze Magie. Inferi zu erschaffen ist unglaublich schwierig. Aber sie zu kontrollieren... Während Anne und ich verzweifelt versuchten, die Inferi an der Flucht zu hindern, sagte Sebastian nur immer wieder, er müsse Anne heilen. Als Anne sagte, sie könne nicht bleiben, wusste ich nicht, was sie meinte. Solomon drohte zum Schulleiter zu gehen, wenn er hört, dass Sebastian schwarze Magie benutzt. Ich muss nach Hogwarts und als Erster mit Professor Black reden. Ich lasse das Ganze nach einem Familienstreit aussehen. Ich komme zurück, sobald ich kann. Versuch du, Sebastian Vernunft einzureden. Okay. Sei vorsichtig. Gar kein Problem, machen wir mal. Lazio, Defendus. Revelio. Das war doch mal sexy. Incendio. So viele Schädel. Oh, for me. Revelio. Da oben ist er. Wir sind da hochgekommen. Wingardium Leviosa. Reparo. Wingardium Leviosa.
Harry! Wingardium Leviosa! Ripa! Ja, ja, hast genug gewünschelt und gewedelt. Okay, hätte ja klappen können. Wingardium Leviosa! Ripa! Wingardium Leviosa! Ripa! Sebastian. Ist das nicht unglaublich? Sebastian. Sag ich doch, das Relikt ist die Antwort. Ich wollte die schwarze Magie rückgängig machen, die Anne verletzt hat, aber damit kann ich sie kontrollieren. So wie ich die Inferi kontrolliere. Beherrschen? Ich musste den ganzen Weg gegen Inferi kämpfen. Was habt ihr beiden getan? Accio-Relikt! Das Relikt! Das wirst du büßen! Okay, müssen wir gegen den jetzt kämpfen? Ja. Potato! Weißt du, Leviosa! Glacio! Befindung! Akio! Stufe! Akio! Incendio! Argus! Krimioso! Omar! Potet! Crucio! Omar! Potet! Protego! Tja, das muss dein... Imperium! Kozio. Lazio. Potego. Defende. Stufo. Lazio. Akio. Jetzt bist du zu weit gegangen. Ist das Hello? Halt! Wie kannst du nur? Incendio. Crucio. Akio. Incendio. Lazio. Defend. Protego. Lazio. Defend. Akio! Incendio! Lazio! Defende! Crucio! Bombardo! Comprinto! Jetzt bist du zu weit hier! Lazio! Defende! Lazio! Defendo! Incendio! Lazio! Defendo! Crucio! Bombardo! Contento! Boom, bada boom. Es gibt keine Heilung, Sebastian. Hör schon auf. Ich lasse sie nicht leiden. Avada Kedavra.
Okay. Was hast du getan? Okay. Ich muss hier raus. Ich darf ihn nicht gehen lassen. Soll ich den denn jetzt aufhalten, oder? Halt, Sebastian! Warte! Was ist denn? Warum hast du nicht angehalten? Ich habe dich gerufen. Anne wird das nicht überleben. Sieh sie ich dahin. Innerlich und äußerlich. Herr Solomon war nie für uns da. Nicht wirklich. Er hat Anne aufgegeben. Ich werde das nie tun. Du hast ihn gesehen, oder? Er wollte ihr Leben zerstören. Er griff uns an. Ich musste den Todesfluch anwenden. Das verstehst du doch. Hätte ich den Zauber nicht gekannt. Er hat uns angegriffen. Du hattest keine Wahl. Das war mutig, Sebastian. Du sorgst dich mehr um Anne, als dein Onkel es je tat. Ich wusste, du verstehst das. Ich habe das Richtige getan. Das hast du. Ich hätte dasselbe getan, wenn ich wüsste, wie. Ich könnte ihn dir beibringen. Ja, bitte. Ach, guck mal, sogar meine, als wäre das für mich gemacht, ja. Wann, wenn nicht jetzt? Der Todesfluch ist nicht leicht zu beherrschen. Unverzeihliche Flüche muss man ernst meinen. Ja. Halte den Zauberstab gerade. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Deine Absicht muss klar sein. Eevee. Ja, schau mal, habe ich alle drei. Ich kann nicht bleiben. Ich muss Ominous finden. Sebastian. Bitte, ich bin gerade nicht ich selbst. Treffen wir uns später in Krypta. In Ordnung? Okay. Wir haben alle drei Flüche. Thank you.
Das ist alles nur so Müll, den wir hier bekommen haben, naja. Aber wie einfach so nebenbei Sebastian uns halt einfach die Flüche beibringen, so als wären die was völlig Normales. Auf geht's nach Hogsmeade. Meine Kinder und mein Mann. Hallo. Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen könnten. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Er war etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Habe ich die? Hier sind sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Können wir schon mal darüber reden, dass ich diesen Mantel extrem geil finde? Das sieht schön aus. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ciao. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört? Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Schaut, würde sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich. Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. Okay.
Falle gesehen. Weil sie alle so verstreut stehen müssen hier. Fliegen gelernt. Oha, mit Quicktime-Event hier. Da ist er geplatzt. Unglaublich. Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fig berichten, was passiert ist. Gift 1. Aber die Kombi ist schon geil. Alle verfluchen damit Avada Kedavra. Haben wir ja vorhin das ganze Feld einfach mal geleert mit einem Zauber. Haben wir schon. Geht doch okay, zucki. Mit. Kam nicht gerade hier, triff Sebastian in der Krypta? Warte, wie sind jetzt die Aufträge? Professor Fig? Triff Sebastian. Ja, Sebastian ist mir jetzt quasi egal, wir haben alles, was wir wollen von ihm. Ah, das ist bestimmt wie vorhin. Ah, jetzt. Okay. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. No. Er hat so viele Leben zerstört und hätte nicht aufgehört. Ich bin froh, dass ich ihn stoppen konnte. Sie haben recht. Er hätte nicht aufgehört. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in Ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe,
Das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht doch immer tun. Selbst die Umsichtigsten und Fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Naja. Das letzte Behältnis. Ah, ich glaube, das ist auch die letzte Mission, wa? Wir können nur hoffen, dass wir nicht zu spät sind und hinter dieser Tür nichts als ein unberührtes Behältnis vorfinden.